Hilfe! So, hilf mir doch bitte! Bitte! Ihr braucht eure Waffe nicht zu ziehen, Bürger. Die Lage ist unter Kontrolle, das kann ich euch versichern. Banditen, ich muss euch loben, dass ihr diesem Meer zur Hilfe gekommen seid, doch ihr solltet vorsichtig sein. Ich gehe einigen Unregelmäßigkeiten in Surans Justizsystem nach. Ich fürchte, dass Marschall Hilaren, der Hauptkonstabler der Stadt, anscheinend grundlos Leute festnimmt. Ihr habt einem Bürger in Gefahr zur Seite gestanden. Nun gut, ich brauche Beweise, Aussagen. Viele der Gefangenen des Marschalls arbeiten auf den Plantagen vor Suran. Sprecht mit ihnen, sammelt einige Beweise für Hilarens Korruption. Trefft mich danach am Ules Herrenhaus. Die Plantagen quellen über vor Eisenhund-Söldnern. Ich werde sie nach besten Kräften weglocken, aber beeilt euch. Sie werden ihre Posten nicht allzu lange verlassen. Ah, ihr scheint neu hier zu sein. Man nennt mich den scharlachroten Richter, Vernichter des Bösen und Wächter der Unterdrückten. Ich bin der Beschützer dieser Insel, durch Eide gebunden, Unrecht zu rächen und die Schutzlosen zu schützen. Nein, meine Eide sind weitaus persönlicher. Ich verehre die drei, aber meine Beziehung zu den Herrschern von Bardenfell ist kompliziert. Ordinatoren müssen sich an die Einschränkungen halten, die ihnen die Tempelgesetze vorgeben. Dadurch können sie nur langsam handeln, schwerfällig. Solche Einschränkungen gelten für mich nicht. Manche nennen mich einen Retter, andere eine Bedrohung, Held und Schurke. Wenn ihr mich einen selbsternannten Henker nennen wollt, nur zu. Meine einzige Sorge ist das Leben und das Wohlergehen all jener, die ich schütze. Wo die Gesetze Wardenfels nicht gegen Ungerechtigkeiten vorgehen können oder wollen, dort findet man mich. Kaltherzige Söldner, sollt klingen ohne Moral oder Skrupel. Sie dienen den Plantagenbesitzern und, so vermute ich, Marschall Hilaren. Für den richtigen Preis tun die Eisenhunde jedem weh. Die Plantagenbesitzer bezahlen sie sehr, sehr gut. Abgesehen von dem Umstand, dass sie die Konstablerei leitet, das ist eine Stadt der Redoran. Das Haus Redoran verlangt Gewissheit in allen Dingen. Hilarens Hilfskonstabler werden keine Festnahme zulassen, sofern es nicht überwältigende Beweise gibt. Wir haben keine Beweise, nur Verdachtsmomente. Ja, genau. Das Haus Redoran duldet solches Fehlverhalten nicht im Mindesten. Sobald wir Hilarens Verbrechen bewiesen haben, wird das Haus sich gegen sie wenden. Der Bitte, ich arbeite. Ist das nicht offensichtlich? Meint ihr, ihr könnt mir trotzen? Narr! Bleibt stehen, Sklave! Habt ihr nichts mehr zu sagen? Noch ein fauler Sklave? Euch werde ich auch töten! Ich werde euch zu Brei schlagen! Ist nicht die beste Verteidigung. So wie meine anderen aufmüpfigen Sklaven!
Sterbt! Habt ihr gerade? Ich habe... Ich kann mich nicht an ihren Namen erinnern. Den der Schöne. Ha! Wieder! Ha! Na, wie nun viel...
Ah, ihr steht zu eurem Wort. Ich wusste, ich kann euch vertrauen. Ich habe die Eisenhunde ganz schön an der Nase herumgeführt, aber ich bezweifle, dass sie lange zerstreut bleiben werden. Was ist mit eurer Suche? Habt ihr irgendwelche Beweise für Larens Korruption gefunden? Ich sehe, mein Vertrauen in euch war gerechtfertigt. Wir werden über eure Beweise und noch einiges mehr sprechen, aber nicht hier in dieser Halle. Ihr habt mir vertraut und mir dabei geholfen, die Beweise zu sammeln, die ich brauchte. Nun werde ich euch das Geheimnis anvertrauen, das ich seit Jahren mit mir herumtrage. Kommt, folgt mir. Meine Mentorin nutzte ihren Reichtum, damit es anderen besser ging und nicht ihr selbst. Als Erbe ihres Herrenhauses halte ich es genauso. Dieser Beweis belegt Larens Schuld, aber niemand kann sagen, wie weit die Korruption noch reicht. Es gibt nur eine Person, der ich diese Information anvertrauen kann. Konstabler Gretgar. Ich fürchte, ich muss noch mehr von euch fordern. Meine Beobachtungen von Laren deuten auf einen Verfolgungswahn an der Grenze zur Besessenheit hin. Falls sie vermutet, dass jemand gegen sie vorgeht, wird sie ohne Zweifel ihre Eisenhunde rufen. Wenn es zu einem Handgemenge in Suran kommt, werden Unschuldige darunter zu leiden haben. Das ist etwas, was ich nicht dulden kann. Wenn Konstabler Gretgar den Marschall ohne einen Kampf festnehmen soll, werden wir die Söldner ablenken müssen. Ich werde mich um die Konstabler kümmern. Ihr überfallt das Lager der Eisenhunde in den dädrischen Ruinen außerhalb von Suran. Verbrennt ihre Waffen und zerstört ihre Vorräte. Schwärmen! Nun, das ist der letzte Fehler, den ihr je machen werdet. Feuer! Feuer! Zu den Waffen! Wir werden angegriffen!
Findet diesen verdammten Saboteur! Das ist der letzte Fehler, den ihr je machen werdet. Nutzlos! Niemand geht, bis diese Sauerei aufgeräumt ist! Ihr auch noch? Das ist doch lächerlich. Verzeiht, Tilenra, aber meine Frau da. Ist zu einem richtigen Ihr Magier. Wurdet für eine zufällige Durchsuchung ausgewählt. Kommt auf der Stelle her! Folgt mir, leise, weg von den Toren. Wir haben einen gemeinsamen Richter. Das sollte reichen. Sprecht einfach nur leise. Entschuldigt diese Heimlichtuerei. Ich kann es mir nicht leisten, gerade jetzt mit jemand Verdächtigem gesehen zu werden. Marschall Hylarum beobachtet mich mit Adleraugen. Sie hält Ausschau nach jemandem, der mit dem scharlachroten Richter zusammenarbeitet. Ich bin eine Freundin des Hauses Redoran, doch das bringt einen in dieser Stadt nur bedingt weiter. Insbesondere deshalb, weil Hylarums Eisenhunde durch die Straßen streifen. Aber wir haben... Es gab einen Hinterhalt. Irgendwie hatte Marschall Hylarum herausgefunden, dass der scharlachrote Richter kommen würde. Es muss einer der Plantagenbesitzer gewesen sein. Blind soll er werden. Ich war nicht schnell genug. Sie haben ihn eingekerkert. Und so wie ich Hylarum kenne, hat sie noch wesentlich Schlimmeres vor. Hylarum braucht ihn, damit er seine Anschuldigungen zurückzieht. Öffentlich. Wahrscheinlich wird er gerade von einem der Bluthunde bearbeitet, weil sie ein Geständnis aus ihm herauspressen wollen. Der Richter wird so lange durchhalten, wie er nur kann. Aber irgendwann gibt jeder nach. Wir müssen ihn da rausholen. Ich würde euch ja selbst ins Gefängnis lassen, aber Hylarum vertraut mir die Schlüssel nicht an. Ich habe den Respekt ihrer Konstabler und des Hauses, aber meine Hände sind ihr wohl einfach nicht schmutzig genug. Ich fürchte, ihr werdet einen Schlüssel finden müssen. Konstabler Kren nimmt jede Bestechung an, ohne mit der Wimper zu zucken. Falls es euch nicht gerade an Münzen mangelt, dann... Oh, der Richter und ich kennen uns schon lange. Wir beide haben zusammen mit dem ehemaligen Marschall jahrzehntelang für die Sicherheit dieser Stadt gesorgt. Aber als der Marschall starb und Hylarum alles übernommen hat, nun... Ha! Nennen wir ihn jetzt so? Vor gar nicht allzu langer Zeit war Sklaverei in Morrowind noch erlaubt. Es war rechtens, Leute zu kaufen und zu verkaufen, auch hier in Soran. Erscheint euch das richtig? Waren von feinster Qualität. Ihr seid neu in der Stadt, nicht wahr? Ja, ansonsten würde ich euer Gesicht kennen. Was führt euch nach Soran? Seid ihr hier, um einen Rundgang über unsere idyllischen Plantagen zu machen? Wollt ihr unseren Redoran-Wein probieren? Oder sucht ihr nach etwas Anregenderem? Wie ein erlesener Edelstein hat Soran viele Facetten, viele Ecken.
Eigentlich haben wir etwas für jeden. Wollt ihr euren Geist erweitern? Ich kann euch jemanden empfehlen, der euch da helfen kann. Oder sucht ihr nach jemandem, der euch das Bett wärmt? Dafür kann ich auch jemanden empfehlen. Faszinierend. Die meisten Leute kommen zu mir, um mich zu fragen, wie man jemanden aus dem Gefängnis herausholt und nicht, wie man jemanden hineinbekommt. Die Treppe runter findet ihr einen betrunkenen Konstabler, der euch nützlich sein kann. Sagt Kren nur unbedingt, dass ich euch geschickt habe. Wir beide haben eine Vereinbarung. Oh, ihr seid gut informiert. Das gefällt mir. Ich kann euch sagen, dass Konstabler Mirel vor ein paar Tagen verschwunden ist. Es heißt, er wäre ein paar Skoma-Händlern unten in Mazinch in die Quere gekommen. Mirel hatte einen Schlüssel zum Gefängnis. Findet Mirel. Vielleicht könnt ihr den Schlüssel von ihm ausleihen. Vielleicht gefallen mir eure wunderschönen Augen so sehr. Oder vielleicht hasse ich Marshal Hellaren auch nur genug, um ihr das Leben schwer machen zu wollen. Eure Wahl. Oh, und wenn ihr eure Meinung in Sachen Unterhaltung ändert, wendet euch einfach an mich. Ich mache euch ein hervorragendes Angebot. Ich träge hier. Verpisst euch, Fella. Wer hat euch das nur wieder erzählt? Ich bin ein hochdekorierter Konstabler Surans und kein verdammter Fremdenführer. Hinfort mit euch, oder ihr lernt doch noch eine Zelle von innen kennen. Oh, könnt ihr? Nun, dann sprechen wir ja über etwas vollkommen anderes. Wenn ihr das Geld dazu habt, kann ich euch gerne mal einen Blick hineinwerfen lassen. Also, was sagt ihr? Seid ihr bereit, der städtischen Konstablerei etwas zu spenden? Oh ja, das ist sogar eine sehr große Hilfe. Ihr gehört zur großzügigen Sorte und wir lieben Großzügigkeit hier in Suran. Ihr könnt euch jederzeit gerne umsehen. Mit diesem Schlüssel gelangt ihr hinein. Falls jemand fragt, dann sagt einfach, ihr hättet ihn im Rinnstein gefunden. Das wäre nicht das erste Mal. Kenne ich euch nicht.
Mein Freund, wie ich sehe, hat Konstabler Gretka euch gefunden. Bitte verzeiht mir, dass ich nicht aufstehe. Die Schergen des Marschalls haben mir gleich nach meiner Ankunft die Knie gebrochen. Es freut mich, euch zu treffen, von Angesicht zu Angesicht. Ich wünschte nur, es wäre unter besseren Umständen. Einer von ihnen. Die Bewohner Wartenfeld sehen den Richter als unsterblichen Wächter. Doch in Wahrheit haben schon viele Krieger sein Ornat getragen. Ich bin nur der bislang Letzte. Aber diese Knie. Ich fürchte, meine Tage als Held sind vorbei. Es wird Zeit, den Mantel weiterzureichen. An euch natürlich. Nun tut nicht so überrascht. Ihr habt euch als fähiger Krieger und Freund der Schwachen und Unterdrückten erwiesen. Wartenfell braucht einen scharlachroten Richter. Ich kann mir niemand würdigeren vorstellen. Leider ist mein Ornat nicht mehr hier. Gefängnisleiter Libo. Der Aufseher dieses Gefängnisses nahm es als Trophäe an sich. Während Sie mich hier vernommen haben, habe ich ihn einen Jagdausflug an den Nabiersee erwähnen hören. Findet Libo und ihr findet das Ornat des Richters. Sobald ihr die Kapuze tragt, sucht ihr Konstabler Gretka auf. Eine beherzte und heldenhafte Rettung? Für gewöhnlich würde ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Aber nein, mein Freund. Einen Krüppel hier rauszuschleppen, erhöht nur die Chance, dass ihr gefangen genommen werdet. Eure Mission ist zu wichtig. Solange ich hier bin, wird Laren nicht sonderlich wachsam sein. Zweifelsohne wartet wohl noch mehr Folter auf mich. Ich bin nicht so töricht, ernsthaft zu glauben, dass ich mein Schweigen niemals brechen werde. Aber ich bin mir sicher, dass ich durchhalten kann, bis ihr mein Ornat geborgen und euch um Laren gekümmert habt. Ich werde überleben. Konzentriert ihr euch darauf, diesen Kampf zu beenden? Bin ich nicht. Für die Bewohner Wartenfels ist der scharlachrote Richter eine Legende. Übernatürlich. Er kann überall und jederzeit auftauchen oder sogar an mehreren Orten gleichzeitig. Sie halten es für Hexerei. Natürlich ist die Wahrheit wesentlich simpler. Ha, genau. Wir sind eine kleine und facettenreiche Gruppe. Wenn das Alter oder Verletzungen uns zu übermannen drohen, geben wir das Ornat weiter. Ich wurde von der legendären Erwona Ules unterwiesen. Sie hat die Leute von Morrowind mehr als 40 Jahre lang beschützt. 12 davon kämpften wir zusammen. Leider verstarb sie vor einigen Jahren. Eine vergiftete Klinge. Es war eine dunkle Zeit. Während sie im Sterben lag, trug sie mir auf, die Hilflosen zu schützen, so wie ich es nun euch auftrage. Der scharlachrote Richter kämpft weiter. Eine beherzte und... Ihr auch noch? Das ist doch lächerlich. Verzeiht, Hilenra, aber meine Frau will zu einem richtigen Magier. Da geht ein weiterer. Ich muss dabei... Der... Vielen Dank. Oh. Was? Das bin ich? Die Alchemie. Abschaum, wie ihr gehört. Gut. Und jetzt verzieht euch mit eurem Gestank möglichst weit weg von mir.
Seite jage ich wohl größere Beute. Das ist ein schöner Anblick für müde Augen. Der scharlachrote Richter kehrt zurück. Das steht euch gut. Besser sogar als Mela. Verratet ihm aber nicht, dass ich das gesagt habe. Aishors Knochen. Er ist ein sturer Kerl. Nun lasst uns... Ich habe selbst ein wenig herumgeschnüffelt, während ihr fort wart. Laut Konstabler Kren hatte Laren befohlen, dass die Eiermine von Inanius noch heute versiegelt wird. Ich würde einen Krug Bier mit euch wetten, dass ihre Plantagenverbündeten in dieser Mine sind. Die Vordertore sind von innen verriegelt, aber es gibt eine alte Wartung. Thank you.
Diese Verzögerungen sind nicht hinnehmbar. Wie konntet ihr nur so ungeschickt sein? Bei allem Respekt. Ich hatte keinen belastenden Brief auf meiner Kommode, Rilasi. Diese Streitereien bringen gar nichts. Der scharlachrote Richter ist im Gefängnis, ja? Wir haben die Sache im Griff. Ihr täuscht euch. Einer meiner Informanten sah den Richter erst heute Morgen durch die Straßen streifen. Bei Maulochs Kieferknochen! Ihr sagtet, ihr hättet ihn gefangen! Ihr sagtet, ihr hättet ihn... Was, wenn er kein gewöhnlicher mehr ist? Was, wenn er ein Vampir ist? Er ist kein Vampir! Hört auf zu jammern! Genug! Um den Richter habe ich mich gekümmert. Eure Informanten irren sich. Lauft! Kommen wir zu dringenderen Dingen, wie unserem weiteren Vorgehen. Herr Richter? Nein! Ihr steckt mich in kein Gefängnis! Ihr werdet mich niemals... Wir haben diese drei erwischt, als sie sich davon machen wollten. Ihr hättet ihre Gesichter sehen sollen. Es ist sehr riskant, die mächtigsten Landbesitzer von Suran festzunehmen. Ich hoffe, ihr habt die nötigen Beweise, damit es sich auch lohnt. Wo ist Marschall Helaren? Sie hat Widerstand geleistet, was? Ich hatte da so ein Gefühl, dass es so kommen könnte. Da Helaren tot ist, geht die Befehlsgewalt an den ältesten Offizier über. Bis auf Weiteres ist das... Nun, das bin wohl ich. Ich werde Konstable auf die Plantagen schicken, um die Sklaven zu befreien. In der Zwischenzeit muss ich diese Beweise zum Haus Redoran bringen. Oh, Mela. Nun, ich habe mir die Beweise genau angeschaut, soweit ich das beurteilen kann. Macht keine Schwierigkeiten. Ja. Ja, doch ich tue das in dem Wissen, dass das Erbe des scharlachroten Richters in guten Händen ist. Wir Dunkelelfen werden auf allen Seiten von Gier und boshaften Intrigen belagert. Ich habe mein ganzes Leben dagegen gekämpft. Aber jetzt obliegt dieser Kampf euch. Setzt die Arbeit fort und seid der Held, den Bardenfell braucht. Ah, schaut da. Die Früchte eurer Arbeit. Befolgt Befehle und haltet die Klappe, Schwitz. Sonst werfe ich euch nackt ins Gefängnis. Schön, euch lebend wiederzusehen, mein Freund. Sehr schön. In der Tat. Verzeiht mir, dass ich nicht aufstehe. Betrachtet das bitte nicht als Ausrede. Ihr geht wieder. Sonst...